Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray, nämlich zu Trive Club. Ja, wie der eine oder andere Facebook-Follower von uns, vielleicht auch hier gleich eine Werbung an dieser Stelle, Link zu unserer Facebook-Seite in der Videobeschreibung. Ja, wer das verfolgt hat auf Facebook, hat vielleicht mitbekommen, dass ich, der Ray, mir eine PlayStation 4 gekauft habe. Und ja, ich hatte es lange vor, mal mir eine zu gönnen, da ja auch PlayStation bzw. Sony hat ja viele, viele coole Exklusivtitel, wie unter anderem Trive Club oder dann vielleicht auch das kommende Gran Turismo und viele, viele andere Spiele. Und ja, deswegen habe ich jetzt mir mal eine gekauft, habe ich mal zugeschlagen, gab ein gutes Angebot. Und Trive Club habe ich mir ebenfalls gleich gegönnt, denn das war auch im Angebot, muss man sagen. Ich habe nur 25 Euro gezahlt für das Spiel plus den Season Pass des Spiels. Und dieser Season Pass beinhaltet richtig, richtig viel. Aber dazu kommen wir dann wahrscheinlich im Laufe des Projekts. Ja, zu Trive Club, was gibt's zu sagen? Ja, es ist ein Spiel, das hat, muss ich sagen, im Vorfeld viel Kritik geerntet. Also es wird zum einer Seite viel verpönt. Aber es gibt auch zur anderen Seite eine große Fanbase, die das Spiel verteidigt, die das cool findet. Und so weiter und so fort. Ich muss so sagen, bin ich ganz ehrlich zu euch, habe mir gar keine Meinung zu dem Spiel gebildet, weil ich immer so der Meinung bin, ja, man soll sich einfach seine eigene Meinung bilden. Natürlich sind Testberichte, Meinungen der anderen auch immer natürlich auch was wert, sage ich jetzt einfach mal. Aber ja, ich will mir einfach meine eigene Meinung bilden und ich meine, für 25 Euro für ein Spiel plus der Season Pass, das ist wirklich, ja, da hat man nichts falsch gemacht, sage ich mal. Da kann man das auf jeden Fall reinschauen. Der Umfang ist, finde ich, mittlerweile gewaltig. Die Betonung liegt auf mittlerweile, denn zu Beginn von Trive Club war noch nicht so viel drin. Es gab, glaube ich, kein Wetter, es gab viel weniger Fahrzeuge und so weiter und so fort. Das hat sich auf jeden Fall verbessert. Da ist viel reingekommen und ich glaube, jetzt ist einfach der richtige Zeitpunkt, um einfach dieses Spiel mal auszupacken und anzuschauen. Ich kann euch natürlich jetzt noch nicht versprechen, in welchem Umfang dieses Let's Play haben werde. Das mache ich natürlich auch ein bisschen von euch abhängig, wie ihr das Projekt dann sehen wollt, wie ihr es feiert oder auch nicht feiert und so weiter. Da müssen wir einfach mal gucken. Ich habe mir jetzt einfach mal vorgenommen, weil das für mich Neuland ist. Auch die Sony PlayStation, muss man sagen. Ja, also hier auch nochmal zur Erwähnung, ist meine erste Sony-Konsole, die ich überhaupt besitze. Natürlich habe ich schon mal auf einer PlayStation gespielt, das ist klar, aber ist jetzt meine erste eigene und Trive Club sozusagen auch mein erstes eigenes Spiel und mein erstes Rennspiel, was ich sagen kann, es gehört mir. Natürlich habe ich schon auf einer PlayStation gespielt, Gran Turismo 4 zum Beispiel, habe ganz schön viel gespielt bei Freunden und Kollegen. Aber ja, jetzt mein eigenes Spiel, meine erste neue Erfahrung. Deswegen nimmt es mir bitte nicht so übel, wenn ich das hier und da mal nicht weiß, wo welche Taste sich befindet oder sonst was. Da muss ich mich erst noch ein bisschen reinfuchsen. Ich bin eigentlich halt ein typischer PC- und Xbox-Spieler. Aber jetzt erweitere ich einfach mal das Kontingent auf PlayStation. Das heißt, ja, wir dürfen alles mal so ein bisschen anschauen. So, genug gelabert. Ich werde jetzt während der Folge noch ein bisschen labern. Ich würde sagen, wir nehmen mal an, die Steuerung habe ich mir so ein bisschen können einprägen. Ist eigentlich mehr oder weniger intuitiv. Und ja, wir starten hier, so wie es aussieht, beim sehr, sehr dunklen Rennen. Das heißt, da dürfen gleich mal die Lichteffekte zeigen, was sie können. Denn Trive Club, das kann man schon mal im Vorfeld sagen, ist wahrscheinlich eins der schönsten, wenn nicht sogar aktuell das schönste Rennspiel, was es denn so gibt. So, Veranstaltung starten, würde ich sagen. Und wir sitzen aktuell in einem AMG, so wie es aussieht. Und was für AMG sitzen wir? So wie das aktuell da innen drin aussieht, würde ich jetzt mal behaupten, wir sitzen tatsächlich im neuen AMG GTS. Ja, das nenne ich doch mal ein krasser Start. Und wow, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da wird es ganz schön eng hier gegen den Maserati. Und ja, ich muss mich erstmal so ein bisschen an den Controller gewöhnen, an die Steuerung gewöhnen. Muss natürlich auch gleich mal dazu sagen, Trive Club ist natürlich ein absoluter Arcade-Titel. Also da ist hier nichts mit Simulation oder sonst was. Also perfekt eigentlich zum Einstieg, um einfach mal mit der Konsole, mit dem Controller, mit allem überhaupt ein bisschen klarzukommen. Und ich merke gerade, ja, hier ist Autobremse an. Also hier muss ich nicht selber bremsen. Und jetzt darf ich hier eine Linie langfahren. Und dann kriege ich Punkte für. Und die Punkte bringen mir folglich was? Ich glaube, die bringen mir. Achso, ja, okay. Die bringen mir. Jetzt habe ich. Okay, jetzt habe ich ja links noch was freigeschaltet. Genau. Und zwar, wenn man das freischaltet, dann. Links, da sind so drei Herausforderungen. Oh, fahre ich eine Scheiße. Wenn man da was freischaltet, dann kriegt man, glaube ich, mehr Erfahrung. Und über die Erfahrung oder den Ruhm, so heißt es dann im Spiel, schaltet man einfach neue Strecken, Rennen,
Fahrzeuge frei. Also es gibt keine Credits oder irgendwas, wo man sich kaufen müsste, sondern es läuft alles über Ruhm. Das heißt, wenn man den maximalen Ruhm hat, dann darf man auch alles fahren. So habe ich zumindest verstanden. Könnt ihr mich gerne korrigieren. Ich denke mal, der ein oder andere Drive Club-Spieler oder PlayStation-Spieler ist hier schon mit am Start. Der kann mir dann sicherlich auch ein paar Tipps geben. Und ja, da bitte ich euch auf jeden Fall auch drum. So, wir haben auf jeden Fall auch einen Zeitwechsel, wie man sieht, denn wir fangen hier tatsächlich gerade an, oder es fängt gerade tatsächlich an, gerade hell zu werden. So, für die Freunde der Cockpit-Sicht fahre ich auch mal in der Cockpit, weil in dem Spiel, muss ich wirklich sagen, da werde ich das öfteren, glaube ich, mal hin und her schalten, weil das einfach optisch so mega geil aussieht. Da kann man das auch gerne mal machen. Uah. So, ja, erstes Rennen. Gleich mal hier im AMG GTS. Boah, da kommt ein bisschen Zeck. Muss ich ein bisschen aufpassen. Also ich muss mich auch erstmal reinfuchsen. Aber das wird schon. Boah, guck, das sieht ja schon richtig geil aus. Da geht einfach mal die Sonne auf. Und ja, blendet uns ein bisschen hier. Sehr, sehr cool. Fällt mir richtig, richtig gut. So. Ja, lustige Geschichte, mal hier vielleicht noch am Rande erwähnt. Und zwar, vielleicht hat es auch der eine oder andere mitbekommen, dass der Let's Play Noob, wer den nicht verfolgt, vielleicht einfach mal gucken. Wer ihn nicht kennt, ist die Meldung eigentlich auch egal. Wow, guck mal, sehen wir mal, wie die Regentropfen darüber schwimmen. Ja, aber wer ihn kennt, hat es vielleicht auch mitbekommen bei ihm. Er hat sich jetzt auch eine PlayStation 4 gegönnt mit Drive Club, ja. Und das war nicht abgesprochen. Das war sehr lustig eigentlich, dass wir beide jetzt hier so quasi auf PlayStation uns erweitert haben und auch mit Drive Club erweitert haben. Und ja, da haben wir einfach gleich mal spontan gesagt, hey, da werden wir auf jeden Fall einige Multiplayer-Sachen machen. Und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall auch freuen, weil ich glaube, Drive Club ist auch so ein Spiel, was sehr, sehr auf Multiplayer ausgelegt ist. Weil es gibt eigentlich keine direkte Story oder sowas. Da geht es eigentlich nur um Rennfahren, sich mit Freunden zu vergleichen. Und ja, das können wir auf jeden Fall machen. Und ich denke mal, da werden wir ja, auf jeden Fall viele, viele Multiplayer-Folgen auch noch sehen, zusammen mit dem Let's Play Noob und vielleicht dem einen oder anderen Kollegen noch. Das werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auch mit euch gemeinsam, auch hier jetzt schon in der ersten Folge, einfach Drive Club zu erleben, kennenzulernen. Weil, wie gesagt, für mich ist es Neuland. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich bilde mir einfach jetzt während dieses Let's Plays eine Meinung zum Spiel. So, wir werden Erster. Wunderbar. Wir schalten hier alle drei Sachen frei. Kriegen dadurch, glaube ich, ein bisschen mehr irgendwas dazu. Kriegen Auszeichnungen, da kriegen wir was dazu. Auszeichnungsmeilenstein, Windschattenfaden, okay. Und wir steigen ein bisschen auf. So, der ein oder andere sieht jetzt natürlich, hey, Ray, warum bist du schon Stufe 4, kurz vor Stufe 5? Das hat einen einfachen Grund. Bin ich natürlich ehrlich zu euch. Ich meine, muss euch ja nicht anlügen, wir sind ja ehrlich zueinander, ne? Und, ich habe tatsächlich das Spiel schon mal angetestet, weil, wie schon gesagt, PlayStation ist für mich allgemein absolutes Neuland. Und deswegen habe ich das Spiel schon mal angetestet, habe mal geguckt, wie es läuft und so weiter. Deswegen, ja, Flunker, Flunker. Ich habe das erste Rennen jetzt hier mit dem AMG GTS schon gefahren. Ich wusste, dass ein AMG GTS ist. Aber ja, das an der Stelle. Ich bin auch schon mal ein Karriererennen gefahren, habe es mir mal angeschaut. Allerdings, glücklicherweise kann man den Speicherstand zurücksetzen, habe ich auch gemacht. Deswegen haben wir jetzt auch dieses Einführungsevent nochmal gefahren. Allerdings muss man hier dazu sagen, kann ich leider nicht das Level zurücksetzen. Das ist irgendwie an meinen Account gebunden. Deswegen bin ich jetzt halt schon Stufe 4, aber das soll jetzt nicht weiter schlimm sein. Wie gesagt, viel habt ihr nicht verpasst, beziehungsweise renntechnisch habt ihr gar nichts verpasst. Da fahren wir gemeinsam trotzdem alle. So, Wiederholung können wir speichern. Das mache ich auch gerade mal. Wird gespeichert. Bitte warten. Wunderbar. 49 Plätze haben wir noch frei. Das heißt, wir haben insgesamt 50 Speicherplätze. Ja, Gruß an Turn 10 und Forza, da kann man nur 10 mal speichern. Da finde ich 50 doch deutlich angenehmer. Ja, und ich würde sagen, wir gehen weiter. Und damit kommen wir dann auch gleich ins Hauptmenü. Schauen wir uns das Ganze mal gemeinsam an. Wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt hier schon mal einmal kurz reingeguckt habe, kenne ich mich auch ein bisschen besser aus. Und ist auch gar nicht schlecht hier fürs Let's Play, dass ich nicht wie ein kompletter Vollidiot dastehe. Was ich wahrscheinlich mehr oder weniger sowieso tun werde. So, willkommen bei Drive Club. Und ja, willkommen auch nochmal zum Let's Play. Aktuell gibt es sogar ein Event, dass wenn ich einen Ami fahre, kriege ich doppelte Punktzahl. Finde ich auch nicht schlecht. Und es gibt neue Strecken. Einmal in Chile und einmal in Indien. Einmal richtig rum und einmal umgekehrt. Und ja, so viel dazu. So, jetzt sind wir im Hauptmenü. Und da kann man einmal einen Club erstellen oder einen Club suchen. Ja, das werden wir vielleicht sogar mal machen. Gemeinsam einen Club erstellen. Oder vielleicht werden wir auch einen mit Let's Play Noob erstellen. Mal gucken. Weiß ich jetzt nicht, wie das abläuft. Da müssen wir einfach mal schauen. Genau, dann können wir hier fahren.
Da kann man dann einmal Drive Club normal fahren oder dieses Drive Club Bikes. Das ist eines der großen Erweiterungen, denn es gibt auch Motorräder mittlerweile in dem Spiel. Allerdings, das habe ich mir jetzt noch nicht gekauft. Das ist nämlich nicht im Season Pass enthalten. Sonst ist relativ viel im Season Pass enthalten, muss ich sagen. Also fast alle Autos. Ich glaube, zwei Autos kann ich nicht oder habe ich nicht. Aber sonst alle, das finde ich schon nicht schlecht. Also für, wie gesagt, 25 Euro für ein Hauptspiel plus ein Season Pass, da kann man wirklich nicht meckern. Und das Spiel sieht ja optisch, wie gesagt, ja, ist wahrscheinlich eins der schönsten Rennspiele, die es aktuell gibt. Und ja, wir wählen natürlich das normale Drive Club aus. Und da wird nochmal erklärt, das mit dem Ruhm. Also Ruhm, über Ruhm schaltet man alles frei. Ruhm erlangt man durch sauberes Fahren, Überholen, Gewinnen und so weiter. Also so typisches, ja, umso besser du bist, umso mehr Ruhm kriegst du. Und über Ruhm schaltest du Level frei, über Level schaltest du Fahrzeuge frei und so weiter. So, da gibt es dann verschiedene Sachen. Wir können einmal eine Einzelveranstaltung wählen, wir können eine zufällige Veranstaltung wählen oder Multiplayer. Wie gesagt, den werden wir noch testen. Oder wir können einfach die Tour machen. Die Tour ist sozusagen die Karriere. Ist allerdings relativ stupide aufgeteilt. Hier gibt es verschiedene Kategorien sozusagen, die wir hier haben. Das sind, glaube ich, auch einzelne DLCs waren das hier, diese Sachen. Oder halt eben die Haupttour, diese Drive Club Tour. Und da gibt es eben hier also diese verschiedenen Events. Und das seht ihr schon. Da können wir ganz klein fangen wir da an. An den Fahrzeugen, die wir auf den Vorschaubildern schon sehen, so Kompaktwagen. Und ja, wir müssen 4 Sterne sammeln, um dass wir hier weiter können. Und dann geht es immer so weiter. Und ihr merkt, dann kommen wir hier, irgendwann wird es immer sportlicher, bis wahrscheinlich ganz am Schluss zu den Hypercars. Also, das werden wir auf jeden Fall mal gemeinsam, denke ich mal, Let's Playen. Keine Ahnung, wie ich das Let's Play aufziehen werde. Also, wie gesagt, das ist alles ein bisschen spontan. Ich weiß ja auch nicht, wie ihr das Projekt dann feiern werdet oder nicht. Also, das mache ich auch natürlich, wie gesagt, ein bisschen von euch abhängig, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Aber wie gesagt, optisch haben wir auf jeden Fall was zu sehen und, glaube ich, zu lachen haben wir auch genug. Weil, wie gesagt, ich bin da noch nicht wirklich drin in diesem Spiel und auch noch nicht mit dem Controller warm geworden und so weiter. So, bevor wir aber starten, bevor wir das nächste Rennen machen, will ich einfach mal kurz noch in die Menüs zurückgehen. Und zwar die Steuerung anpassen. Denn aktuell sind wir ja mit allen möglichen Fahrhilfen gefahren und das hat mir nicht so gefallen. Das möchte ich nicht haben. Ich möchte selber schalten. Ich möchte keine Bremshilfe haben. Der Rest lassen wir einfach mal. Gehen wir mal zurück. Dann die Anzeige. So, was können wir hier machen? Ich glaube, da lassen wir alles erstmal, wie es ist. Dann Steuerung. Genau, da sind wir richtig. Da gehen wir mal zu einem Drive Club. Da wählen wir unseren Controller aus. Vibrationsstärke mache ich voll. Ich möchte, dass das Ding mir um die Ohren vibriert. Dann Tastenbelegung, da ändere ich was und zwar möchte ich gerne das Schalten etwas anders legen. Und zwar möchte ich das Hochschalten auf die Kreistaste legen, wenn ich sie finde. Da ist die Kreistaste und das Runterschalten auf das Quadrat, genau. Das ist schon richtig und die Handbremse muss ich dann entsprechend auf die X-Taste legen. So, genau, dann ist aber Curse macht man mir dann den Strich durch die Rechnung, deswegen mache ich das auf Dreieck. So, passt. Handbremse, Kers haben wir, alles klar, wir haben sogar Kers und DRS, also ich denke mal, die Fahrzeuge, die das haben, die kommen noch nicht, deswegen bin ich auch ganz froh drum. Ja, L1, L2, da muss ich mich auch noch reinfuchsen, ich glaube, die 1-Tasten sind die oberen und die 2 sind die unteren oder sowas. Naja, mal gucken. Also wie gesagt, wenn ihr Tipps, Tricks, sonst was habt zur PlayStation allgemein oder zum Spiel, gerne raushauen, habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich kenne mich da einfach noch nicht so wirklich gut aus. So, das ist das hier dazu. Dann haben wir noch Audio, da würde ich auch gerne mal was anpassen. Und zwar die Menü-Musiklautstärke mache ich etwas weniger, weil die geht mir richtig auf den Sack. Rennmusik will ich nicht, ich will den Motor hören. Effektlautstärke haben wir 100%. So, der Motor, können wir jetzt drosseln oder lauter machen? Ich würde sagen, den Motor möchten wir ein bisschen mehr hören. Also mal hier plus 3 Dezibel. Lautstärke, Spieler, diverses. Stelle alle den Spieler betreffenden Effekte wie Oberflächen, Scheibenwischer und Windgeräusche lauter oder leiser. Das lassen wir einfach mal, würde ich sagen, oder? So, Kollisionslautstärke lassen wir auch. Effekt Konkurrentenlautstärke. Stelle die Motorengeräusche des Fahrzeugs der Konkurrenten lauter oder leiser. Ja, machen wir auch mal ein bisschen mehr. Ich möchte gerne die Motoren im Hauptgrund hören, weil, das mache ich jetzt schon bewusst hier, diese Einstellung. Wie gesagt, ich habe ja kurz angetestet und da war es so, dass die Motoren fast gar nicht zu hören waren. Dafür die Reifen rumgequietscht haben, wie irre. Gut, könnte auch an meinem Fahrstil liegen, aber ich lasse das jetzt einfach mal so. Und ich würde sagen, genug gequatscht, jetzt machen wir hier weiter und fahren erstmal unser erstes Karriererennen. So, Tour wählen wir aus, Drive Club Tour und wir beginnen mit Tamil Nadu Einladungsrennen. So, und wir haben wieder 3 Herausforderungen und ich würde sagen, wir spielen und wir dürfen fahren einen Mercedes-Benz A45 AMG
Steht auch schön rechts detailliert. Einige Details da. Vierzylinder-Turbo, Frontmotor, 2,0 Liter, Allradantrieb, 364 PS auf 450 Newtonmeter Drehmoment mit 1,5 Tonnen Gewicht. Ja, gefahren bin ich natürlich schon mal 7,9 Kilometer. Wie gesagt, ich habe das Rennen schon mal gemacht. Aber, wie gesagt, nur dieses Rennen. Und deswegen ist es weiter nicht schlimm. So, wir können hier eine Lackierung anpassen, beziehungsweise wir können hier auch eine Herstellerfarbe wählen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt aber mal mit so einer coolen Lackierung. Und ich nehme mal hier sowas ganz Freakiges. Zack, nehmen wir. Und das ist jetzt auch ganz cool. Wir steigen jetzt einfach mal so ein bisschen ins Fahrzeug ein. Sehr, sehr cool. Und ja, jetzt lädt das Ganze und wir fahren gleich unser erstes gemeinsames Karriererennen in Indien, so wie es aussieht. Zumindest ist da eine indische Flagge auf dem Bild mit drauf. Und ja, seid gespannt. Ich bin es auf jeden Fall. Und da sehen wir auch schon die Strecke. Ja, zu den Strecken oder überhaupt zu diesen Locations, auf denen wir uns bewegen, sei auch gleich mal dazu gesagt, das sind alles fiktive Strecken. Also es gibt keine lizenzierten Strecken oder so weiter. Finde ich aber nicht weiter schlimm, denn wir dürfen lizenzierte Fahrzeuge fahren und, das muss man dem Spiel zugutehalten, richtig, richtig geile Fahrzeuge. Zum Beispiel, ich erwähne jetzt einfach mal nur den McLaren P1 GTR oder den Ferrari LaFerrari FXXK. Also diese richtigen Rennmaschinen von den Herstellern Ferrari und McLaren. Das sind nur die Beispiele. So, aber jetzt starten wir das Ganze und jetzt darf ich nicht vergessen, dass ich selber schalten muss. Und wir bleiben jetzt einfach mal am Anfang, würde ich sagen. Ein bisschen im Cockpit, dass wir die Sicht auch mal ein bisschen genießen. Und dann können wir immer noch in die Außensicht schalten. Wie gesagt, das werde ich im Laufe des Let's Plays sowieso ein bisschen immer ein bisschen abwechseln. So. Jetzt muss ich noch gucken, dass ich hier irgendwie mich vorbeisetzen kann. Boah, da zieht er ein bisschen zu. Da gibt es ein bisschen Berührung. Nicht so wild. So, ja, wir fahren ein Allradfahrzeug. Das merkt man auch direkt im Vergleich zum AMG GTS. Das Auto bewegt sich relativ easy beim Rausbeschleunigen. Und deswegen macht es auch ganz schön viel Spaß zu fahren. Sound ist okay, würde ich sagen. Also wie gesagt, ein bisschen was lauter gemacht. Ich meine, so viel Geräuschpegel gibt natürlich jetzt dieser 2-Liter Motor nicht. Wobei, wobei man sagen muss, der AMG klingt normalerweise, glaube ich, schon noch ein bisschen brutaler. Zumindest könnte ich es mir vorstellen. Ich weiß es nicht, bin noch nie eingefahren. Man muss ja auch bedenken, wir sitzen jetzt hier im Innenraum. Gehen wir mal kurz in den Außen, aus die Außensicht. Da ist die Geräuschkulisse dann schon noch ein bisschen anders da. So, und jetzt versuche ich mich hier eben reinzusetzen. Hier vor die Laura Walker, gegen die wir fahren. Und jetzt haben wir hier die Aufgabe wieder, hier auf dieser Linie zu bleiben. Ja, diese Herausforderungen sind, wie gesagt, schon, also sind wichtig, dass wir weiter in der Karriere bzw. in der Tour kommen. Und ich glaube, wir kriegen auch ein bisschen mehr Ruhm, wenn wir die Dinge abschließen. Könnte mich aber auch täuschen. Wie gesagt, da an die Experten, an die Drive Club Experten unter euch, dürft ihr mir gerne Tipps geben. Gar kein Thema. Wie gesagt, bin der Neuling. Aber ich denke, dadurch, dass ihr das Spiel viele, viele Updates erfahren hat, ganz, ganz anders aussieht und wirkt wie zu Release, ist, glaube ich, der Zeitpunkt des Let's Plays gar nicht so schlecht. Also ich denke, wir erleben jetzt hier gemeinsam ein sehr, sehr cooles Spiel. Und ja, ich bin mal gespannt einfach auf dieses Projekt, auf dieses Let's Play-Projekt. Wie gesagt, da könnt ihr gerne selber stark mitwirken. Bin mal gespannt, wie es ankommt. Keine Ahnung. Aber ich denke mal schon, dass es nicht schlecht ankommt. Es geht um Autos. Hallo Leute, es sieht hammergeil aus. Was soll man dazu sagen? Ich denke mal, da werden wir schon viel Spaß haben. Auch wenn wir jetzt am Anfang hier noch etwas mit langsameren, in Anführungsstrichen, Fahrzeugen unterwegs sind. So, auf den Curbs kann man ein bisschen fahren. Ja, eine Top-3-Platzierung muss ich noch erreichen. Dann habe ich alle Sterne oder Sternaufgaben erfüllt. Aktuell sieht es auch gut aus. So, die Kurve da vorne macht ein bisschen enger zu. Ja, am Handling-Modell merkt man natürlich direkt, dass es ein extremes Arcade-Game ist. Also Vollgasanteil ist hier mehr als riesig. Aber ist ja auch okay. Arcade-Game kann ja auch viel Spaß machen. Und wie gesagt, für mich der perfekte Einstieg eigentlich, um einfach auf der PlayStation-Konsole mich so in diese Racing-Games einzugrooven. Müssen wir nicht gleich mit dem Gran Turismo anfangen. So. Und da gehen wir durchs Ziel, gewinnen das Ganze. Sehr, sehr schön. Kriegen ein bisschen Erfahrung mit. Und haben eine fehlerfreie Runde. Gibt nochmal extra Bonus. Und da führen wir das Ganze an, während die anderen hier ins Ziel kommen. So, machen wir mal weiter.
Da haben wir die drei Ziele erreicht. Sehr, sehr schön. Nehmen wir mit. Und wir schalten hier, glaube ich, Aufzeichnungen frei. Kriegen da auch nochmal eine Trophäe. Haben einen Stufenaufstieg. Den nehme ich auch sehr gerne mit. Und da schalten wir frei. Ein Maserati Gran Turismo. Gran Turismo MC Stradale, sorry. So. Und wir schalten auch noch frei den Renault Clio RS. Sehr cool. Nehme ich gerne mit. Die 2 plus nochmal 5 Designs schalten wir frei für, glaube ich, ich weiß gar nicht, für welche Fahrzeuge, für alle oder für mehrere. Ich weiß es nicht, das muss man mal noch rausfinden. Gucken wir einfach mal. So, und wir haben nochmal eine Trophäe erhalten, 5 und mehr. Wahrscheinlich muss ich 5 Fahrzeuge besitzen oder sowas. Ja, egal. So, die Aufzeichnungen können wir hier auch nochmal speichern. Das machen wir doch auch sehr gerne. Ich denke mal, daraus können wir auch coole Thumbnails machen. Ja, das interessiert vielleicht den einen oder anderen nicht, aber mich schon. Ja, ich gucke auf die Zeit. Wir haben auf jeden Fall nochmal Zeit für ein Rennen mehr. Und dann würde ich sagen, dann machen wir das doch einfach auch. Gucken wir mal, was hier als nächstes zur Auswahl steht. Wir könnten jetzt hier den Bergsprint machen oder hier sogar gleich was anderes wählen. Und ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal. Ich will einfach mal jetzt das Größere hier. Scheiß doch drauf. Und zwar haben wir ja gleich 3 Aufgaben. Nee, 2x2 Aufgaben. Ich glaube, es sind sogar 2 Rennen irgendwie. Keine Ahnung. Ja, das ist eine Meisterschaft. Wir müssen 2 Runden Meisterschaft. Also 2 Rennen sind es. Und wir sagen, ja, dann machen wir das doch. Dann wählen wir wahrscheinlich einmal ein Fahrzeug aus. Und da haben wir zur Auswahl einmal den Mini John Cooper Works GP, den Renault Megane RS 275 Trophy, den Volkswagen Beetle GSR, den Audi A1 Quattro, den Renault Clio RS, den wir gerade eben freigeschaltet haben. Und den hier haben wir noch nicht freigeschaltet, da müssen wir Clubstufe 1 erreichen. Ja, Club haben wir leider noch nicht, und zwar das ist der Volkswagen Golf GTI. Ja, das mit dem Club, wie gesagt, das muss ich mal noch gucken, wie ich das mache. Aber da kriegen wir sicherlich auch was hin. So, ja, ich glaube, ich nehme sogar den RS 275 Trophy, den finde ich eigentlich relativ cool. Hat zwar nicht so viel Bums, aber ja, der ist trotzdem cool. Oder der A1 ist natürlich auch geil, der A1 Quattro. Mit 255 PS, aber ich glaube, ich nehme mal tatsächlich hier den Megane, den finde ich relativ cool. Lackierung können wir nichts ändern, also nehmen wir einfach die Werkslackierung hier, die ist aber relativ geil und relativ sexy gemacht. Und dann steigen wir mal ein in dieses Fahrzeug und ja, ich würde sagen, nehmen wir das und fahren unser erstes Rennen beim indischer Kompaktwagen, Sportwagen-Blokal, bla blub, ja, da spreche ich mich schon gleich, so, vor lauter Aufregung. So, das sieht ja schon mal richtig nice hier aus. Und ja, dann legen wir mal los. So, denn in echt muss ich ja sagen, bin ich ja den Renault Megane RS 250 schon mal gefahren. Aber das ist jetzt der 275, der hat ein bisschen mehr Pumps. Ein bisschen sportlicher das Ganze. Dann gucken wir mal, wie der sich hier so fährt. Die Strecke sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Boah, Alter. Ohlala. Wir haben Frontantrieb jetzt, ja, also mal ein ganz anderer Antriebstyp. Da haben wir in der ersten Folge schon mal alle 3 Antriebstypen gemacht. So, hier müssen wir wieder diese Linie verfolgen, wenn der uns da nicht wegrammen würde. So, komm, zieh. So, haben wir es geschafft, ich hoffe schon. So. Oh, der klingt schon cool. Ich finde, es klingt cool. Bisschen Berührung. Ohlala. Und jetzt hier den Berg hoch, jumpen. So, gehen wir mal wieder in die Cockpit-Sicht. Die Sicht ist auch cool für die Leute, die mit Lenkrad fahren. Die haben hier, das war nicht so gut gefahren. Die haben natürlich hier auch die Möglichkeit, quasi sich nicht durchs Lenkrad irritieren zu lassen. Finde ich auch ganz cool. Aber ich fahre natürlich mit Lenkrad, oder halt mit der Lenkrad-Sicht, sagen wir es mal so. Dann habe ich ein bisschen was zu sehen. So, eine Top-3-Platzierung müssen wir schaffen. Und wir müssen irgendwie Geschwindigkeiten, irgendwie was. Das habe ich noch nicht so ganz kapiert, was wir da machen müssen. Aber kriegen wir bestimmt auch irgendwie hin. So, boah, die Grafik sieht aber schon Bombe aus, oder? Also mir gefällt es richtig gut. Optisch macht es was her. Und ja, ich bin eine kleine Grafikhure. Darf man ja auch mal sein. Läuft auf jeden Fall stabil. Und ich meine, die PS4 hat ja auch Power, ne? Und das zeigt sie auch hier in dem Spiel. Sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, die richtige Stärke des Spiels kommt dann auch zum Tragen mit den Wettereffekten und auch diesen Tag-Nacht-Wechsel, die man schon im Einführungsevent mit dem AMG GTS gesehen hat. So, hier diese Bergstraßen entlangfahren. Oder müssen wir hier runter abbiegen? Oh, jetzt wird es ganz interessant. Wo
Oh, die Scheibe links ist schon gesprungen, sehe ich gerade. So, aktuell sieht alles sehr gut aus. Das mit der Geschwindigkeit habe ich immer noch nicht so ganz kapiert. So, gehen wir mal wieder in die Außensicht, dass wir da auch wieder mal was sehen. Wahrscheinlich müssen wir die Geschwindigkeit erreichen, 201 km/h. Aber ja, da sind wir noch irgendwie ein bisschen davon entfernt. Gibt auch keinen richtigen geraden Abschnitt gerade hier. So, jetzt hier Vollgas durch. Ja, ich habe 201 Sachen jetzt hier auf der Strecke erreichen, ist auch gar nicht so einfach. Würde ich mal behaupten. Da oben müssen wir es wahrscheinlich erreichen. Da kommt ein relativ schneller Abschnitt, so wie es aussieht, laut Minimap. Gucken wir einfach mal. So, schauen wir mal einen Gang runter, dass wir hier ein bisschen besser rumkommen. Vorne ist auf jeden Fall irgendein Symbol. Keine Ahnung, was das Symbol bedeutet. Da, Driftduell. Ja, mit Frontantrieb driften ist jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Deswegen lassen wir das mal stehen mit 0 Punkte. So, und jetzt komm, gib Gas. Ich will die scheiß 200 Sachen erreichen. Geht auch ein bisschen bergab. Komm, 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 go, 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 go. Jawohl, da hat es erreicht. Und die Top-3-Platzierung haben wir auch. Wunderbar, da holen wir uns die 2 Sterne ab. Da sage ich nicht nein, ja. So, 31 haben wir gebraucht. Wunderbar, gehen wir einfach direkt weiter. Und ja, so sieht es in der Meisterschaft aktuell natürlich aus. 15 Punkte holen wir uns und wir schaffen das erste Rennen. So, ja, Wiederholung speichere ich auch wieder ab. Ja, nehmen wir einfach mal mit. 50 dürfen wir speichern, das ist ja ein gutes Polster. So, geht ja auch nicht lange und ich würde sagen, wir gehen einfach weiter zum zweiten Rennen. Schauen wir, gucken wir mal, ob wir die Meisterschaft schaffen. Allerdings sehe ich gerade, ich glaube, es sind sogar 3 Rennen insgesamt. Weil jetzt haben wir quasi das erste geschafft. Ah ne, das dritte ist dann quasi die Meisterschaft insgesamt. Alles klar. So, wir fahren jetzt nochmal eine Strecke. Dieselbe irgendwie. Aber wahrscheinlich ein anderer Abschnitt. So, schalten nicht vergessen. Ich weiß aber nicht, wo der optimale Schaltzeitpunkt ist. Wahrscheinlich so kurz vor Ende. Okay, so, wir fahren auf jeden Fall in der Dämmerung, so wie es aussieht. Oder morgen. Auf jeden Fall steht die Sonne etwas tief. So, was ich sehr schön finde beim Spiel, muss ich auch sagen, ist, das Spiel hat zwar keine direkten Nummernschilder, aber da, wo die Nummernschilder nochmal wären, haben sie einfach die Marken oder Logos der entsprechenden Marke oder des Fahrzeugs angebracht, so wie jetzt hier Renault Sport. Und das finde ich relativ cool eigentlich, muss ich sagen. Also das finde ich auf jeden Fall schöner gelöst, wie einfach irgendwie was Fiktives hinzuklatschen oder so wie zum Beispiel bei Forza gar nichts hinzuklatschen. Finde ich das eigentlich ganz nett, da quasi diese Nummernschilder dazu zu machen. Wäre auf jeden Fall auch mal eine Idee an die Konkurrenz. Sagen wir es einfach mal so. Vielleicht mit der Option, dass man sie abnehmen kann, wenn man möchte. Oder ein eigenes Nummernschild hinklatschen könnte. Boah, da habe ich mich mal richtig verbremst da. Das Auto wie ich richtig gerade untergesteuert, genau, untersteuert. So, und jetzt hier gegen die Sonne, die dann im Wasser reflektiert. Das sieht schon böse geil aus, auch wenn ich nichts sehe. Aber so ist es nun mal jetzt hier. Boah, da setzt es auch ein bisschen auf, aber alles kein Thema. So, wir haben hier dann Drift-Event. Das wird natürlich wieder im Frontantrieb richtig geil. Und ich verbremse mich erstmal. Komm, zweiter Gang, komm, 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 komm. Komm, 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 komm und go, go, go. Ja, wir fahren die selbe Strecke einfach noch rückwärts. Fällt mir gerade so auf. Ja, Driftduell nichts geholt. Weil, ja. Mit dem Frontantrieb ist es so eine Sache mit dem Driften. Es geht schon, aber naja, muss ja nicht jetzt, müssen wir ja nicht erzwingen. Ich will lieber jetzt dieses Event schaffen. Ist mir wichtiger. Oh! Ja, das kostet auch ein bisschen Punkte. Ihr seht, diese Ruhmpunkte über G geht alles, wie man sauber fährt oder nicht. Und wenn man halt nicht sauber fährt, kriegt man Abzug. Das heißt, durch sauberes Fahren, durch schönes Fahren, durch schnelles Fahren kriegt man mehr Ruhm und dementsprechend steigt man schneller auf und kriegt auch die geileren Fahrzeuge. Und mit den geileren Fahrzeugen wiederum kann man auch wieder besser die Rennen gewinnen. Und wenn man die Rennen gewinnt oder die Erfolge oder die Sternchen hier freischaltet, kommt man auch weiter voran. Ja? Quasi eine Art Teufelskreis, sowas aber auch. So, 6. Gang. Vorne kommt eine interessante Kurvenkombination und da ist leichtes Untersteuern. Aber ich habe es abgefangen. Wunderbar. Ja, ist auf jeden Fall sehr arkadiges Handling, wie schon gesagt. Aber mir macht Spaß. Ich finde es zwischendurch, warum nicht?
mal so ein Ding fahren und ich erwähne es gern nochmal. Es sieht ja auch geil aus. Macht es natürlich auch Spaß zu fahren. Ein bisschen hier die Welt zu erkunden. Mal gucken einfach, wie die Langzeitmotivation ist. Multiplayer wird es, wie gesagt, auf jeden Fall mal noch geben. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und jetzt geht's hier unten runter, bergab. Oh la la. Da vorne ist wieder, glaube ich, ein Drift-Event. Was ich natürlich wieder mal nicht schaffen werde. Und da vorne ist auch schon das Ziel. Einfach nochmal einmal durchbeschleunigen. Mit unserem Renault Megane S 275 Trophy. Boah, guck mal das Feuerwerk da hinten an. Richtig geil. Und ja. Wir schaffen das, glaube ich. Die Meisterschaft hoffe ich doch mal. Gehen wir mal direkt weiter. Und jawohl, haben wir 2 Sterne geholt. Und wir kriegen auch nochmal für die Meisterschaft. Wir haben eine Top-3-Meisterschaft und mehr als 20 Punkte. 30 Punkte haben wir insgesamt geholt. Das sind die Maximalpunktzahl. Sehr, sehr cool. Kriegen hier auch nochmal ein bisschen Erfahrung für das Fahrzeug, so wie es aussieht. Genauso auch nochmal in der Kompaktklasse. Genauso wie für fehlerfreie Rennen. Also es gibt für alles mögliche Erfolge. Wir schaffen sogar auch einen Stufenaufstieg nochmal zum Ende. Und wir schalten frei den Audi RS5 Coupé. Sehr cool. Und nochmal 2 Designs, die ich auch sehr gerne mitnehme. So, wunderbar. Ja, und ansonsten würde ich sagen, war es das mit der ersten Folge, Drive Club auf der PlayStation 4. Premiere für mich. Und ja, ich hoffe, euch hat diese erste Folge gefallen. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, schaltet einfach weiter ein. Schreibt gerne in die Kommentare ein bisschen Feedback, auch gerne Informationen und sonst was dazu. Wenn ihr irgendwas loswerden möchtet, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wie auch, ja, wie gesagt, wie das Ganze ankommt und so weiter. Ich werde jetzt einfach mal auch die Woche hier vielleicht mal, ich versuche mal täglich, vielleicht auch nur alle 2 Tage mal eine Folge rauszuhauen und dann gucken wir mal, wie wir das dann mit den anderen Projekten so ein bisschen einpendeln. Aber ich finde es ja, ist ein netter Racer zwischendurch. Und wie gesagt, Multiplayer-technisch werden wir da, denke ich, auch mal viel Spaß mit haben. Ansonsten, ja, war es jetzt. Möchte das Ende nicht zu lange treiben. Wir hören und sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und ja, könnt euch drauf freuen auf dieses neue Projekt. Bis dann, ich bin raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Dein Ray.